wir haben es geschafft. Yippie! Es ist so cool, wir sind hier. Fünfte Etappe beendet hier am kleinen Abersee. Die letzte Etappe war, wie befürchtet, ziemlich anstrengend und hat es in sich gehabt. Vor allem die letzten 3 Kilometer ging es jetzt steil bergauf. Ging steil bergauf. Wir sind zwischendrin noch in eine Gewitterfront gekommen, konnten uns aber unterstellen. Ja, zwei und Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden unterstellen. Zwei Stunden unterstellen. Und jetzt sind wir hier. Wir werden mit Sonne begrüßt an unserem überhaupt Tourziel. Ja, super. Wir zeigen euch natürlich auch heute, wo wir gefahren sind, mit wem wir gesprochen sind. Und zwar genau jetzt. Da hinten ist Lahm. Eigentlich gleich hinter uns. Das ist unsere letzte Etappe, das haben wir aufgebrochen. Wir haben jetzt auf die kurze Strecke da 120 Höhenmeter gemacht. Da heißt es viel trinken. Ja, wir sind jetzt im Tierpark Robert, ja, und wollten ein bisschen schauen, was es bei Ihnen zu sehen gibt, welche Tiere Sie haben, und würden am liebsten ein bisschen entlang gehen. Können wir gerne machen. Also wir haben im Wahlwald Tierpark einheimische Wildtiere, die einfach bei uns in freier Wildbahn leben oder gelebt haben. Ah ja. Ziegen begrüßen schon mal die Kinder. Ja. Wie kommen Sie dazu, dass Sie den Tierpark hier machen? Also ich bin Tierärztin und war dann irgendwann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck und habe dann die Nachfolge von Dr. Aschenbrenner hier im Tierpark übernommen und bin jetzt praktisch seitdem zoologische Leitung und also auch natürlich als Tierarzt, als Zooleitung und ein bisschen die Zoopädagogin, da kann ich mir bestimmen. Und irgendwelche haben es quasi immer dabei, irgendwelche Hunde. Genau, sind immer dabei. Immer Hunde dabei. Ja. Und die Kinder auch gut mit den Leuten? Ja, sie ist jetzt nicht 2 Jahre. Ich bin die 5. Stelle, wo sie gelandet ist. Aber jetzt ist alles gut, gell? Und die Stella, die kommt aus Spanien, aus einer spanischen Tötung. Macht es aber im Tierpark auch aus. Und geben Sie die dann weiter? Nein. Die bleiben dabei. Ich bin ein ganz schlechter Vermittler. Ein Aufnehmer ja, aber dass ich es dann weiter vermittle, wenn sie angekommen sind, das kann ich nicht. Freiwald Tierpark Loberg, unser erstes Etappenziel heute. Ich hoffe nicht, das letzte ist donnert hier wahnsinnig. Also keine Ahnung, was da los ist. Es regnet nicht, noch nicht. Aber das Gewitter ist genau über uns, also wir haben gerade hier ein Interview geführt und ich glaube, man hört es ein paar Mal. Und ja, wir hoffen, dass wir die Strecke noch weitermachen können, ansonsten müssen wir hier einen Zwischenstopp einlegen, weil bei dem, was da jetzt gerade kommt da drüben, da fahren wir nicht weiter. Also, bei dem Wetter kannst du vergessen, fahre ich nicht weiter. Ein kleines Regenloch da hinten. Und ich würde sagen, wir radeln weiter. Ja. Weil der Regen ist doch noch gekommen. Erst hat es nur gerollt und geblitzt und dann ging es los und war spannend. Also man hört vielleicht auch den Bach dahin rauschen, der ist jetzt 3 Meter so breit als vorher. Egal, wir haben jetzt mehrere Stunden hier verbracht.
und beeilen uns jetzt, da wir wieder rechtzeitig zum Arbeitsweg kommen. Immer reinspringen werden wir heute nicht, aber ich glaube, das dürfen wir sowieso nicht, weil der Naturschutzgebiet ist. Aber wir schauen, dass wir jetzt das bessere Wetter ausnutzen und die Tour noch zu Ende fahren. Wir haben nur noch eine Kurve. Gut. Dann haben wir es geschafft. Kurve, dann los. Wir haben es geschafft. 5 Tage Tour durch die ganze Oberpfalz bis hierher. Ah, wie geil. Ja, wir haben nicht immer den richtigen Weg gefunden, weil wir auf ohne GPS gefahren sind und das war nicht besser und nicht schlechter ausgeschildert war, aber im Grunde war die Tour wunderschön. Wir haben unglaublich coole Menschen getroffen. Wir hatten Abfahrten, Aufstiege, Wurzeln, Steine, Teerstraßen. Das war alles nur der Wahnsinn. Du kannst es mit den T-Shirts nochmal sagen. Unsere T-Shirts? Genau. Die gibt's, haben wir ja schon gesagt. Wir verlosen sie unter allen, die auf Instagram mit dem Hashtag RideOberpfalz ihre Fotos aus der Oberpfalz mit ihren Rädern von Radwegen posten. Bis 31. Oktober gibt es 20 T-Shirts, wobei es gibt nur noch 19, weil eins kriegt der Uwe, dem haben wir schon eins gesprochen. Der fährt damit bis zum Nordkap. Müsst ihr nicht, es reicht, wenn ihr in der Oberpfalz fahrt. Jetzt haben wir überhaupt keinen Ausblick für morgen, was sehr, sehr schade ist. Wir fahren morgen nicht, wir werden uns morgen erholen. Aber wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns da unterstützt haben, dass wir das fahren dürfen. Es war einfach nur der Wahnsinn. Und zwar bedanken wir uns bei meinem Team, die uns unterstützt haben. Ja. Bei Ghost und bei der Bike Station Waldsassen. Bei Ghost für die Fahrräder. Die haben sie uns zur Verfügung gestellt für die Tour und die Taschen. Das hat super funktioniert. Also es ist wirklich Wahnsinn. Die Bike Station Waldsassen hat nach meinem ersten Sturz unsere Räder wieder hergerichtet, beziehungsweise mein Rad wieder hergerichtet. Wir haben die Agenturen C3 und Bewegter Blick, die uns unterstützt haben in der Content-Produktion. Wir haben alle, die immer unterwegs getroffen sind, die mit uns gesprochen haben, die uns übernachten haben lassen, die uns Frühstück gemacht haben. Es war wirklich, wirklich der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Wir werden es auf jeden Fall noch mehr machen und fahren definitiv nächstes Jahr wieder. Vielleicht nehmen wir euch mit, schauen wir mal. Und es war sicher nicht die letzte Tour, die wir mit solchen Rädern und durch die Oberpfalz und überhaupt hier in der Gegend machen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Dann, ciao! Ciao!